Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir starten wieder mit Wild Hearts. Wir gehen direkt zum zweiten Boss. Solo, wir stürzen uns einfach da rein und schauen mal, wie lange wir brauchen werden, um diesen Boss zu besiegen. Einmal den Turm aktivieren hier. Zack. Also mal. Jawohl, jetzt aber. Der Boss ist da vorne in der Mitte. Wir können uns schon dahin teleportieren. Die Karte habe ich schon ein bisschen erkundet gehabt. Aber viel habe ich nicht gemacht. So, bevor wir aber losgehen, futtern wir was. Wir futtern was richtig, richtig, richtig Gutes. Das heißt, viel Gesundheit und viel, viel Verteidigung. Ich schaue gerade, was wir hier futtern können. Das sieht doch schon mal gut aus. 40 aber. Nee. Da ist das mit... Ja, dann wäre das sogar besser als das hier. Wir schauen mal, was wir alles haben. Das ist 2... Gesundheitsverstärkung 13, das sieht schon mal schon gut aus. Gesundheitsverstärkung 11 mit Angriffsverstärkung. Komm, wir futtern das hier. Und dann haben wir hier noch 45. 45, da können wir 3x15 damit nehmen. Das hier wäre eine Möglichkeit. Zack, 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 reicht. War jetzt nicht das Beste, aber es wird reichen. Hoffentlich. Ab geht's. Ich freue mich schon. Scheiß Wolf. Jetzt wirst du es bereuen, dass du uns nicht geduldet hast am ersten Tag. Du wirst es bereuen. Ich habe... eigentlich die Waffe, die dafür geeignet ist, aufs höchste Level gebracht. Bin mal gespannt, ob es ausreichen wird, aber... Was bist du für ein Viech? Oh, ich bin so aufgeregt! Mal schauen, ob wir es schaffen werden. Okay. Fäden sind ready. Das ist ein Tsukomo. Das ist unser Tsukomo. Hi. Schnuggi. Josh hat gemeint, der ist richtig böse. Genau deswegen will ich es einfach solo mal versuchen. Einfach die Herausforderung suchen. Keine Hilfe. Mal auf die Attacken gespannt. Echt mal auf die Attacken gespannt, ey. Okay. Okay, bin mal gespannt. Oh mein Gott, was ist für ein Schaden? Böse. Unser Tsukomo versucht uns zu helfen. Wir können in der Zwischenzeit hier mal versuchen, was zu bauen. Ah nein, so. Mit dem Bauen kriege ich nicht so gut hin. Ich habe so Scheiß gebaut. Keine Fäden mehr. Egal, ich baue nicht mehr. Einfach full drauf. Wo gehst du? Bleib stehen. Oh. Okay, springen hilft. Ich sollte mal heilen. Ja, ich heile. Schnell heilen. Jawohl. Jetzt geht's ab. Nicht getroffen. Und wir sind eingefroren. Ich wusste, dass er viel Frostschaden machen wird. Ich habe dementsprechend meine Ausrüstung ausgewählt, aber anscheinend reicht es nicht. Komm her. Ich hätte auch mal Tsukomo weiter leveln sollen. Im Solo-Bereich macht es schon Sinn, den zu leveln. Komm her! Zum Schaden machen, bevor der uns zerstört. Nein! Oh nein, unser Tsukomo trifft nicht mal! Oh. Hallo, ich will heilen. Jetzt haben wir's. Wohin gehst du? Komm zurück! Du Drecksack! Drecksack. Spielt er einfach mit uns. Bam, in deine Fresse. Und nochmal in deine Fresse. Bam. So, ein bisschen die Spezialfähigkeit laden. Jawohl. Mal gespannt, ob ich bei dem einmal die Spezialfähigkeit schaffen werde. Da darf er sich nicht bewegen. Oh, ich wusste es. Bin ich down?
Ne, ich hab's überlebt. Heilen. Heilen. Und schnell weg. Ist er aggressiv geworden? Oh mein Gott, was passiert hier? Ja, der rastet aus. Ich kann nicht auch. Oh oh. Okay, keine Späßchen mit dem, Alter. Ich wusste es. Ich bin down. Ja, ich wusste es. Crazy, was ein Schaden. Gut, dass wir dahin teleportieren können. Alter, was ein Schaden. Leck mich doch. Nehmen wir das mal mit. Noch einmal werde ich nicht sterben. Noch einmal werde ich nicht sterben. So, let's go. Ah, meine Spezialfähigkeit war fast voll gewesen. In welche Richtung muss ich überhaupt? Jetzt wo unsere, Moment. Ich muss in diese Richtung, oder? In diese Richtung ist doch falsch. Ja, in der Tat. Ich muss in die andere Richtung. Ist auch noch auf der Map markiert. Wie ich bin so dumm. Ab geht's. Das war die falsche. Jetzt aber. Junge, 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 was für eine Attacke, aber ist auch mein first try. Da darf schon mal so etwas passieren. Und scheiß auf die Niederlage, Hauptsache, wir besiegen ihn. Danach bekomme ich eh neue Ausrüstung. In der neuen Ausrüstung mache ich dich einfach One-Hit. Oder? Kriegen wir hin. Wäre aber witzig, wenn ich einfach nochmal sterbe. Und es gar nicht schaffe. Also er ist schon aggressiv geworden, also habe ich schon ein bisschen Schaden gemacht gehabt. Aber wie viel Leben der hat, das kann ich nicht einschätzen. Ich brauche ein paar Fäden. Keine Fäden mehr. Oh, der startet direkt aggressiv. Oh oh. Der startet direkt in dieser Pose hier. Und schon wieder dieselbe Attacke. Oh mein Gott, ich bin fast wieder gestorben. Da muss ich aufpassen. Da muss ich Full Level haben. Full Level sag ich schon. Full Leben haben. Junge, 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 ist der wild. So bist du aggressiv. Ich hab Angst, dass ich es nicht schaffen werde. Ich hätte tatsächlich Talismane benutzen sollen. Die Frostschaden minimieren. Das habe ich nicht gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass meine Heiltränke nicht ausreichen werden. Oh nein, ich wollte was bauen. Es gibt auch nichts, was mir helfen könnte, oder? Oh. Der rast aus. Nein. Und schon wieder weg. Alter. What the fuck? What the fuck, bitte? Eine Sekunde. Ja, es wird so wild hier. Wo ist unsere Schmiede? Schmiede. So. Schmiede verwenden. Ausrüstung ändern. Ab zum Talisman. Weißt du, was wir machen werden? Wir brauchen ganz viele defensive Sachen. Kosten. Absteigend. Wir machen mal alles weg. Und dann schauen wir uns das mal an. So, Eisen. Nee. Nein. Nein. Gesundheitsverstärkung, Holzverstärkung. Das können wir nehmen. Vereisung, Erholung. Das können wir nehmen. Eisnutzung. Eisen, Giftnutzung. Ausfallschritt. Nee. Nee. Gesundheitsverstärkung. Nehmen wir mal mit. Schlitzverstärkung, Luftwiderstandskraft. Fadenfreude, Todesstoß. Eisen, Erdverstärkung. Okay, wir haben nur noch zwei. Ich glaube, hier ist nichts mehr, was uns helfen könnte. Deswegen nehmen wir oben mal ein bisschen was anderes mit. Eisen nehmen wir mit. Und vielleicht Erdverstärkung? Ne, wir haben Feuer. Wir haben Feuer. Giftnutzung vielleicht wäre nice. Aber wir nehmen einfach das hier. Okay. Bin schon mal gespannt. Und dann können wir mal unsere Ausrüstung mal anschauen. Wir haben diese Ausrüstung ausgewählt gehabt. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht das Richtige für den.
Wir könnten, also das ist das, was wir aktuell haben, das Stärkste, was wir gerade schmieden können. Bin aber nicht sicher, ob das helfen wird. Wir können es ja mal probieren. Komm, wir probieren es mal. Mal gucken. Zack. 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 So sehe ich aus. Voll witzig. Let's go. Ja, ich war gespannt, ey. Ob wir das schaffen werden, ey, wenn wir das schaffen, mit einem Leben, dann heißt es schon etwas. Ich weiß nicht was, aber dann heißt es auf jeden Fall etwas. Da schreit er schon, dieser Arschlöck. Ich frage mich auch, ob ich die richtige Waffe für ihn habe, weil ich habe das Gefühl, dass ich mit dieser Waffe zu langsam bin. Er ist schon sehr, 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 sehr schnell unterwegs. Nehmen wir die Fäden mit. Damit uns auch die Fäden nicht ausgehen. Zack, zu, back. Jawohl. Ich glaube, mit 11 Fäden können wir starten. Das Problem ist, ich habe aber nicht voll Heiltränke. Heiltränke werden mir fehlen. Da vorne sind Heiltränke, nehmen wir nicht. Und dann jumpen wir direkt rein. Ich bin mal gespannt, wie oft er sich auch verziehen wird. Ne? Ich darf halt kein einziges Mal sterben. Sonst losen wir direkt ab. So, hier sind noch ein paar Heiltränke, die nehmen wir mit. Der wird direkt wieder aggressiv. Oh boy. Hier für dich. In deine Fresse. Jawohl. Ich schau direkt ab, weil er wieder seine Attacke machen wird. Die Attacke ist mir viel zu wild. Der wird wieder springen. Nee, hat er nicht gemacht. Der haut ab. Was? Der haut ab. Haben diese 200 Schaden gefehlt oder was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wohin gehst denn du? Der geht hoch. Okay. Der geht komplett hoch. Interessant. Der ist hier hochgelaufen. Schaffen wir das? Jawohl. Hier ist ein Tsukomo, nehmen wir mit. Wenn ich noch einen Tsukomo fangen könnte, könnte ich sogar meinen Tsukomo leveln. Egal. Hier lang oder was? Tatsächlich. Laufen wir mal. Also ganz ehrlich, der ist schon wild. Schon wild. Wie schnell er uns gekillt hat, Mann. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich habe eine richtig gute Ausrüstung. Scheißdreck habe ich. Der ist da drin. Da ist er. Der wartet auf uns. Oh, nur ein Tsukomo. Hätte ich den feinen Bogen, hätte ich dich von ihr besiegt, du Furzi. Das Glück gehabt. So, geben wir dir mal schnell noch eine. Und dann verziehen wir uns. Zack, in deine Fresse. Das gefällt mir. Oh oh. Oh oh. Oh oh. So. Irgendwann musst du ihn auch attackieren, Ufi. Irgendwann musst du ihn auch attackieren. Bam, bam, bam! Oder auch nicht. So, der hat auf jeden Fall schon Punkte verloren hier. Also hat er gut Schaden bekommen. Oh oh. Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Mit dieser Attacke wäre ich schon mal gestorben. Also hat es schon was gebracht, die Talismane zu ändern. Haut er wieder ab? Nein! Ich bin so dumm! Das habe ich zu spät gemerkt. Wir hätten was Neues lernen können. Schnell heilen. Okay. Boah, der ist so schnell. Komm schon. Ein Treffer, jawohl. Ah, oh, das ist aber so billig gewesen. Das hätte ich, glaube ich, machen dürfen. Nochmal heilen. Heilwasser mitnehmen. Abhauen. Nein, ich dachte, Springen hilft. Ich dachte, Springen hilft. Okay. Ich baue mir hier mal was. Ach, scheiße, mir reicht das gar nicht. Okay, scheiß drauf. Ey, ich kann keine Sekunde Schaden machen, ohne dass er mich weghaut. Ich bin gerade warm geworden und der haut mich direkt wieder weg.
Bam in deine Fresse. Okay. Sieht gut aus. In deine Fresse, Allah. Oh. Not good. Hi. Hi. Und weiter geht's. Come on. Oh, jetzt macht er das Wilde wieder. Schnell weg. Nein. Heilen. Nicht heilen. Jetzt heilen. Bauen. In seine Fresse und dann weiter. Bam. Oh, ich kann gleich meine Spezialfähigkeit machen. Ich freue mich schon. Wenn er uns nicht killt. Oh oh. Sind wir da aggressiv? Was machst denn du hier? Wo geht's hin? Was jetzt? So. Mal absichern. Der haut ab, der haut ab, der haut ab, oder? Nein, schon wieder! Junge, wie soll ich so schnell reagieren? Oh, ich bin tot. Ey, gut, dass ich das gebaut habe, ne? Gut, dass ich das gebaut habe. Nein! Oh mein Gott! Mein Tsukuma hat mich gerettet. Beste Tsukuma auf dieser Welt. Für dieser Tsukumo ist so geil. Ich habe keine Heiltränke. Ich muss weg. Sonst bin ich tot. Und zack! Oh, ich muss weg. Vielleicht schaffe ich es noch. Nee, ich schaff's nicht. Ich muss weg. Sonst bin ich tot. Ich will aber nicht sterben. So weit gekommen. Ich will nicht sterben. Wo sind Heiltränke? Da waren keine mehr drin, gell? Nee, hab keine gesehen. Ich brauche Heiltränke. Sonst kann ich hier nicht weitermachen. Hm. Gab's hier unten Heiltränke? Ich hab das Gefühl, ich hab gerade noch ein bisschen Schaden bekommen. Kann das sein? Kann das sein? Kann ich teleportieren? Yes. Oh, alter Schwede, was für ein Ding. Was für ein Ding, ey. Junge, ist er stark. So, jumpen wir mal von hier. Und schauen mal, ob wir Heiltränke bekommen. Die Musik ist schon alleine krass, Alter. Oh mein Gott, jetzt muss ich ja echt suchen, ne? So, da vorne ist ein Tsukumo. Könnte eigentlich direkt mal ein Tsukumo leveln. Bevor ich nochmal reinjumpe. Vielleicht bringt das was. So. Endlich nicht mehr rot. Ja, uns fehlen aber noch extrem viele Heiltränke. Ich überlege gerade, wo ich nicht kann. Die können wir zurück. So, haben wir hier die Möglichkeit. Ja, hier können wir unser Zucola wählen. Und da sind Heiltränke. Nice. Genau das habe ich gesucht. Was machen wir? Was machen wir? Heilungsverstärkung. Ja, müssen wir machen. Wir brauchen gerade Heilung. Die Anzahl der Fäden, die du tragen kannst, wo du auf 2. Achso, 23. Ich wollte schon 2, 3. Hä, was? So, das nehmen wir mit. Dann haben wir gerade mal 10 Stück. Das reicht nicht. Das reicht echt nicht, ne? Wo könnte ich aber noch Heiltränke finden? Hier direkt? Ja, da vorne sehe ich eins. Nehme ich direkt mit. Und da hinten ist noch eins. Okay, wenn wir die mitnehmen, können wir weg. Dann reicht es auch.
So, zack, ab geht's. Endkampf. Ist jetzt fertig. Muss jetzt komplett hoch, ne? Krieg ich das hin? Nee, nee, mit den Fäden, die ich gerade habe, nicht. Hier ist auch noch ein Baum, sehe ich gerade. Oh mein Gott, wie dumm. Hier hätte ich auch noch Heiltränk voll machen können. Bist du ein Baum, was ich mitnehmen kann? Yes. Ich brauche Fäden. Da geht's. Ich komme. Scheiß Wolf. Hier hoch. Und da sind wir schon gleich da. Gut, dass unsere Ausdauer reicht. Ein bisschen mehr Ausdauer hätte ich mir aber gewünscht. So ein bisschen mehr. Nicht viel. Bisschen. Hier lang. Oh, hier sind auch noch. Heiltränke. Muss ich mir mal merken, auf dem Weg sind Heiltränke. Okay. Es sind nur zwei, aber macht schon einen Unterschied. Ich komme. Als Wolf. Und hier sind auch noch Heiltränke. Okay. Oh. Schnell weg. Hier könnte ich nochmal schnell 200 Schaden machen. Und zack in deine Fresse. Dank für die Karakuri-Fäden. Die nehme ich mit. So, let's go. Endkampf. Wohin gehst du? Geht er weg? Geht er weg? Alter, der geht echt weg, ne? Wohin gehst du, Alter? Chill mal. Hä? Verarscht er mich? Nein, tatsächlich. Okay, ich komme. Noch eine Ebene höher. Junge, 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 Junge. Oh. Nehme ich mit. Und nochmal. Zack. Hier komplett hoch. Hier könnten wir notfalls auch Heiltränke mitnehmen. Schon mal einen Brunnen bauen. Okay. Krieg ich das hin? Nee. Oder? Doch, Alter, krass. Oh, da ist er schon direkt. Oh oh. Der ist direkt wieder aggressiv. Das gibt's nicht, Alter. Bam, bam, bam! Hat sich bettet, Knackplack. Oh, schnell weg. Ich wusste es. Krasse Attacke. Also hätte ich meinen Talisman nicht geändert, wäre es ein One-Hit. One-Hit-Attacke einfach. Bam, deine Fresse. Richtig nice Attacke. Einmal will ich die Spezialfähigkeit ausführen. Einmal! Bam, Allah! Richtig nice. Bam, deine Fresse. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Damit hast du nicht gerechnet. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Schnell heilen. Nochmal heilen. Nichts riskieren. Und schnell weg. Ich wusste es. Oh. Drecksack. Mach was, du Kobo. Scheiß auf deine Fäden, heil mich. Oh nein. Oh nein. Das Geile ist, wenn ich so down bin oder so, hilft mir Tsukomo, indem er die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich will unbedingt meine Spezialfähigkeit ausführen. Aber ich krieg's nicht hin. Schon wieder weg. Oh oh. Steh weg! Schnell weg, schnell, schnell, schnell! Oh oh. Was passiert jetzt? Der Narbe über die Augen. Das ist der Leid.
ein Wolf. Was? Was passiert jetzt? Na los, töte das verfluchte Biest. Tut es für mich, Bosch. Haben wir den schon down oder was? Haben wir den down? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wir haben den gleich down. Oh, der hat mich wieder. Shit. Gut, dass es nicht so viel Schaden macht. Aha, haust du ab? Nein, schon wieder. Junge, das ist viel zu schnell. Viel zu schnell, Alter. Hätte ich nicht so krass Angst zu sterben, dann würde ich es riskieren. Aber ansonsten ist es viel zu schnell. Oh, nice. Komm, einmal die Spezialfähigkeit. Einmal. Es wäre so nice, wenn ich es schaffen würde. Jetzt. Einmal. Bam. Snack. Und nochmal. Jawohl. 1400 Schaden und er ist tot. Gib ihm. Das habe ich mir gewünscht. Und ich habe ihn besiegt. Weg mit dir, du Pipi-Kopf. Nice. I'm so happy, man. I'm so happy. So, dann sind wir auch durch. Die Story interessiert niemanden. Also, ich meine, es interessiert uns schon, aber die Story könnt ihr auch selbst euch anschauen. Wir sind durch. 22 Minuten habe ich gebraucht. Crazy. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.